Alter! Moin moin Freunde, erstmal frohes neues Jahr und willkommen beim Unboxing von der Nerdy Bird Black Friday Box. Viel Spaß! Ja Leute, auf jeden Fall erstmal, bevor ich das hier öffne, so ein paar Infos nochmal ganz kurz. Das ist ja die Black Friday Box, die gab es ungefähr, ich glaube, ich war der Meinung Anfang Dezember. Da war ja der Black Friday gewesen. Zu dieser Woche gab es halt bei Nerdy Bird, das ist Nerdy Bird, ist halt auch so ein, ja, da kannst du auch Abo-Boxen kaufen, wie bei Loot Chest, wie bei Z-Box. Und die kostete, ich glaube, 25 Euro. Wer noch nicht natürlich den Kanal hier abonniert hat, kann natürlich gerne den Kanal abonnieren. Lasst mal gerne ein Like da. Also jetzt ist auch mal genug Werbung hier gemacht. Wir beginnen jetzt mit der Unboxing von Nerdy Bird. Ich bin auch mal gespannt, ob das überhaupt der richtige Karton von denen ist. Weil ich hab's gleich geschafft. So, jetzt ist er offen und ich will mal sagen, oh, das ist ja ohne Scheiß wirklich der... das ist ja wirklich die... Box von Nerdy Bird, also ihr seht, die geben sich keine Mühe, egal, Hauptsache der Scheiße drin ist geil und deswegen würde ich sagen, wir beginnen mit Item 1 und ich habe das schon leider schon gerade gesehen, aber ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall eine Funko Pop Figur und welche ist es? Jyn Erso, also eine Star Wars Figur, Jyn Erso, oh, nicht, dass runterfällt, habe ich noch nicht, finde ich ganz geil, also ihr seht, ne, das ist Jyn Erso, ja, es ist halt ein älterer Pop, aber egal, ihr wisst, Pops kosten ja auch so ihre 12, 13 Euro, keine Ahnung, okay, Star Wars ist gut, passt gerade, also finde ich schon mal geil. Kommen wir zu Item 2, ey, zwei Figuren schon mal drin, auch Star Wars, ist die Star Wars lastig, da stand nichts von Star Wars. Star Wars Rogue One, das ist ein Imperial Ground Crew Mitglied, ja, kann man machen, wird die jetzt nicht sammeln, weil ich sammle so eine Größe normalerweise nicht, aber ist gar nicht so schlecht. Oder kann man noch gut verschenken oder was ich was in der Art. Das ist auf jeden Fall Item 2. Dann kommen wir zu Item 3. Okay. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil die Box hat echt lange gebraucht. Ihr müsst überlegen, Anfang Dezember habe ich mir die geordert, Black Friday, und sie haben die ungefähr vor Weihnachten losgeschickt. Und es sind... es sind Schneemannsocken. Schneemannsocken, könnt ihr hier sehen. Es sind Schneemannsocken. Kommen wir zu Item 4. Item 4 ist eine Tüte. Okay, cool, das kenne ich noch gar nicht. Ghostbusters Microfigures. Also, ihr könnt das hier so sehen. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken da mal rein, wa? Aber die sehen ja ganz geil aus. Könnt ihr mal hier so ein bisschen sehen. Also, sieht nicht schlecht aus. So, wo machen wir die auf? Da. Und ich habe Slimer, ja! Nice, ich habe Slimer. Geile Sache. Oh, bis jetzt kann man gar nicht meckern für die 23 Euro. Und dann kommen wir zu Item 5. Okay, das ist was Schweres drin, dann machen wir am Schluss. Okay, das ist eine Zusatz-Squad. Also sie haben wohl von Jahre 2016, 2017, das ist eine Black Friday Box, ne? Da haben sie auf jeden Fall die Sachen zusammengenommen, die wahrscheinlich nicht losgeworden sind. Aber das ist auf jeden Fall ein Joker-Pin. Ein Limited Edition Joker-Pin. Ja, ist von der Comic-Con, San Diego angeblich. Kann man machen, ihr wisst, ich bin nicht so der Pinsammler, aber ein Pin war da drin. Also, kommen wir zu Item 6. Item 6 ist ein Dead Rising Print. Oh, aber schon geknickt. Nein, ist geknickt! Ja, ein Print. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ist ja ein Zombie-Game. Gibt es, glaube ich, für PS4 und Xbox. Das würde wahrscheinlich mal irgendwie eine Verlosung gehen oder keine Ahnung. Müsst ihr halt beleben, dass es geknickt ist. Und was sagt ihr schon mal zu der Box? Könnt ihr schon mal in die Kommentare setzen. Und Item 7! Ich hoffe mal, da ist noch was Geiles drin. Ne? Ich merke, da ist was Schweres drin. Ich muss ein Buch. Ein Buch. Okay. Ja, was ist das für ein Buch hier? Egal. Ich glaube, die Box ist leer. Die Box ist leer. Ja, weiß auch nicht so ganz genau. Und die ist hier auch angeditscht. Meine Güte, ey, könnt ihr nicht verschicken? Der ist auch angeditscht hier. Was ist das? All the Birds in the Sky, Charlie Jane Anders. Also, was für ein fucking Buch muss da drinne sein? Warum ist da ein Buch drinne? Das hat nicht mal was Nerdiges an sich. Warum ist da ein Buch drinne? Alter, kannst du den besten gleich anzünden? Wo geht's da überhaupt? Patricia ist eine Hexe und kann mit Tieren kommunizieren. Ja. Also, ich finde die Box...
ist halt das Problem mit Black Friday Boxen und dies und das, aber so richtig zufrieden bin ich nicht. Also was sagt ihr denn zu der Box? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Ich finde die Box ganz solide, weil der Funko Pop, den habe ich noch nicht, aber ich glaube, den kann man schon für 8 bis 13 Euro kaufen. Gut, die Figuren, die werden mittlerweile für 5 Euro verkauft, die Star Wars Rogue One Figuren. Die Socken sind ein Gag, wenn man das zu Weihnachten bekommen hätte. Klar, Feiertage, England, kann ich verstehen, ist jetzt nicht so schlimm. Der Pin, ja, ist nice to have, aber ist nicht so der Bringer. Der Slimer ist ganz witzig, den fand ich ganz gut. Ja, das Buch ist völliger Schrott, muss man ganz ehrlich sagen. Das haben wir schon einmal bei Thomas, also der liebe Thomas hat ja mal auch eine Box aufgemacht. Da war auch so ein fucking Scheißbuch drin. Wenn es noch was Tolles wäre mit irgendwas mit, keine Ahnung, Lego, was ich schon mal hatte, oder ein Comic, aber doch nicht sowas. Hallo? Ey. Aber ich würde sagen, die Box hat das nicht, jetzt nicht so richtig rausgebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehrwert habe ich da nicht richtig rausgesehen. Ist gerade so drinne das Geld, ne? Oder? Was meint ihr dazu? Egal, Hauptsache, ich habe euch unterhalten und ich habe so einigermaßen Spaß gehabt an meinem Unboxing. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam und viel Spaß bei der Zusammensicht. Impressionmäßig.